Gibt es eigentlich bei einer Reisebuchung im Internet auch ein Widerrufsrecht? Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuzer. In letzter Zeit haben wir uns wahnsinnig viel mit dem Thema Widerruf beschäftigt und jüngst ist uns mehrfach die Frage gestellt worden, ob man auch Reisen widerrufen kann. Denn, so die Argumentation, sind ja auch Internetgeschäfte, also Fernabsatzgeschäfte und da müsste doch eigentlich auch das Verbraucherrecht gelten. Nein, ist da leider meine Antwort. Das Reiserecht unterscheidet sich doch da grundsätzlich vom Online-Shopping. Beim Online-Shopping, wo das Fernabsatzrecht gilt und wo man eben auch ohne Begründung den Vertrag 14 Tage widerrufen kann, kauft man ein Produkt, was man eben unbesehen so wieder zurückgeben kann. Das ist bei einer Reise anders. Denn das Unternehmen muss Flüge buchen, muss Feriendomizile buchen, muss die reservieren und da ist einfach eine Verlässlichkeit erfordert. So sieht es der Gesetzgeber und ich denke, das hat sich in der Praxis auch so bewahrheitet, sodass es leider ein Widerrufsrecht beim Reisebuchen im Internet nicht gibt. Manche Veranstalter bieten die Möglichkeit der Umbuchung an, dass man also ein anderes Reiseziel zu einem anderen Zeitpunkt buchen kann. Hier ist eben die Frage, welcher Reiseveranstalter bietet das an und zu welchen Gebühren bietet er das an. Also, wenn man eine Reise bucht, dann muss man sich schon sicher sein, dass man die auch antreten will. Ansonsten ist es mit hohen Kosten verbunden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Channel, vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder.